Swoosh, Freunde, da sind wir angekommen auf Zypern. Und zwar in unserer neuen Bude, nämlich dem Villa González. Und wir haben einen Shop aufgebaut von 0 auf 100 und den ersten Kunden gewonnen. Und das innerhalb von wie viel? 4 Stunden oder was war das? Und das haben wir euch gekürzt, sogar auf 1,5 Stunden zusammengeschnipselt haben wir das. Und jetzt geht's los. Wir zeigen euch mal, wie wir das gemacht haben, damit ihr das nachmachen könnt. Also viel Spaß. So, hallo und herzlich willkommen. Auch jetzt von mir. Ich möchte mich gleich vorweg für die schlechte Soundqualität entschuldigen. Wir sind hier immer noch auf Zypern und haben hier noch nicht wirklich ein Set aufgebaut. Ich habe kein Mikrofon, ich spreche jetzt gerade hier in meinen Mac rein. Ich hoffe, es reicht aus und ich hoffe, ich kann euch somit auch noch genug Informationen geben, sodass ihr auch alles versteht. Erst einmal danke für das positive Feedback vom letzten Video. Das für die, die es nicht gesehen haben, es ging damals, als ich mit Manuel über das Dropshipping gesprochen habe. Da ging es mehr ums Was. Was ist Dropshipping? Was bringt es einem? Und wie genau funktioniert es? Und ja, genau. Jetzt in diesem Video geht es dann mehr um die Umsetzung, um das Wie. Das heißt, wie kann ich mir wirklich dann mit Dropshipping einen Online-Shop aufbauen? Wir haben auch einen sehr detaillierten Kurs gemacht. Also das hier ist ein gratis Online-Kurs, was ich jetzt hier mit dir machen möchte. Wir haben auch einen etwas tieferen Kurs, die Dropshipping Masterclass gemacht. Der geht natürlich nochmal deutlich mehr in die Tiefe. Ich versuche jetzt alles möglichst kompakt in diesem Gratiskurs hier mit reinzupacken. Natürlich kann ich jetzt hier nicht 20 Stunden Videomaterial hochladen, das würde sich vermutlich auch keiner anschauen. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben diesen doch sehr professionellen Kurs auch dann wirklich fertig gemacht, die Dropshipping Masterclass. Ich sag's gleich vorweg, sie kostet 1000 Euro. Oder wenn wir gerade eine Aktion haben sollten, kann es auch sein, dass sie mal 200 oder 300 Euro kostet. Das ist aber dann auch davon abhängig, wann du dieses Video hier gerade schaust. Klick einfach gerne mal auf den Link in dem Video hier, um zu schauen, wie viel es gerade kostet. Okay, aber so genug jetzt Werbung in eigener Sache. Kommen wir zu diesem gratis Online-Kurs jetzt hier, das ich jetzt hier mit dir machen möchte. In diesem Online-Training möchte ich dir zeigen, wie man innerhalb kürzester Zeit mit einem, wie man sich einen Online-Shop aufmacht und mit Dropshipping anfangen kann. Das heißt, wie man den Online-Shop eröffnet, wie man ihn verkaufsfertig macht und wie man ihn letzten Endes auch auf Facebook wirbt. Damit du auch wirklich schon ja, in 1-2 Tagen den ersten Kunden haben kannst. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie lang dieses Video werden wird. Ich habe noch nie einen Shop auf Zeit aufgebaut, so in der Form. Ihr wisst wahrscheinlich inzwischen schon mehr als ich, wenn ihr euch die Minutenanzeige anguckt. Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen und leg einfach mal los, würde ich sagen. Gut, womit fangen wir an? Wenn wir jetzt sagen einfach mal, wir wollen mit Dropshipping anfangen, was ist der erste Schritt, den wir machen? Zuerst einmal überlegen wir uns, machen wir einen allgemeinen Shop oder einen Nischenshop? Das heißt, bauen wir uns einen Shop auf, der mehr oder weniger alles anbietet, oder gehen wir auf eine spezifische Nische ein? Und ich muss gestehen, ich habe leider schon ein bisschen gecheatet vor diesem Video. Das heißt, bevor ich das hier aufgenommen habe, habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht und ich habe mich bereits für eine Nische entschieden, für einen Nischenshop, den ich nehmen möchte. Einfach nur um etwas Zeit jetzt zu sparen. Das heißt, ich habe mir bereits die Nische ausgesucht. Ich möchte einfach in eine Nische gehen, die ich persönlich sehr cool fand, womit wir noch keine Erfahrung gemacht haben. Das ist die Survival-Nische. Und ich habe mir auch bereits einen Namen ausgedacht. So viel zur Vorbereitung. Das ist so die ersten Schritte, die man machen sollte. Sind wir, glaube ich, aber im letzten Video auch schon darauf eingegangen. Gehen wir aber auch nochmal spezifisch dann in der Dropshipping Masterclass drauf ein, wie man sich jetzt zum Beispiel einen Namen am besten aussucht, wie man sich für eine Nische entscheidet, was gute Nischen sind und sowas alles. Das soll jetzt hier erstmal nicht so wichtig sein. Das heißt, wir nehmen jetzt die Survival-Nische in dem Beispiel. Und ja, womit fangen wir an? Wir bauen einfach den Shop auf. Dafür gehen wir ins Internet. Wir machen ein neues Inkognito-Fenster auf. So, okay. Wir gehen auf shopify.de. Das ist die Plattform, wo du deinen Shop aufbauen wirst, wo du auch eine Menge Zeit investieren wirst, also beziehungsweise drauf verbringen wirst, auf Shopify, auf deinem Shop quasi. Und ja, legen wir einfach mal los. Das heißt, wir fangen einfach mal an und dafür müssen wir eine E-Mail-Adresse angeben. In meinem Fall ist das thomas@kundenfabrik.com und müssen uns ein Passwort aussuchen und den Namen des Shops. Das ist jetzt erstmal nur offiziell der Name in Shopify, man kann den Namen immer noch ändern. Ich habe mich jetzt für den Namen Survival Deals entschieden. Polane fehlt ein V. So, einen Namen gibt es schon. Machen wir es mit dem Z. Ja, mit dem Z gibt es da noch nicht, alles klar. Einfach hier könnt ihr mal rumspielen, was für Namen es schon gibt. Und im besten Fall könnt ihr euch vorher auch schon URLs bei Domaincheck anschauen, ob die schon weg sind, weil die könnt ihr euch später auch nochmal kaufen. Gut, dann erstellen wir auch mal einen eigenen Shop. Shopify bereitet jetzt
kurz was vor, dann müssen wir noch ein paar Sachen eingeben und dann steht der Shop eigentlich auch schon soweit, beziehungsweise dann können wir anfangen, ihn aufzusetzen. So, das heißt, wir geben jetzt einfach mal die wichtigsten Daten ein. Ich gebe jetzt meine Daten ein, ich bin Manuel González. So, nehmen wir mal eine alte Arbeitsadresse. Telefonnummer ist erstmal egal. Dann können wir den Shop schon betreten. So, nach der Eingabe unserer wichtigsten Daten sind wir jetzt hier auf unserem Shopify-Shop. Hier werden wir auch alles aufsetzen. Die einen oder anderen werden es mit Sicherheit wiedererkennen. Das ist genau das Dashboard, was ich im letzten Video mal erklärt hatte. Wir werden uns jetzt auch wirklich nur auf die wichtigsten Sachen konzentrieren, damit wir diesen Shop möglichst schnell verkaufsbereit machen. Und als allererstes fange ich immer sehr gerne mit den Settings an, dass wir erstmal den Shop wirklich in dem Sinne bereit machen, dass die wichtigsten Einstellungen auf jeden Fall stehen. Das heißt, es gibt eine Menge Einstellungen hier. Die wichtigsten vier sind meiner Meinung nach die hier unten. Und wir fangen direkt erstmal bei den allgemeinen Einstellungen an. So, das heißt, hier haben wir den Namen des Shops und hier haben wir die E-Mail-Adressen, wo alles hinkommt. Ich würde gerne empfehlen, immer so eine Kunden-E-Mail-Adresse einzurichten. In dem Fall wäre es dann info@survivaldeals.de zum Beispiel. Ist das richtig geschrieben? Ja, genau. Das könnt ihr dann zum Beispiel unter der Domain Factory auch nochmal so eine E-Mail-Adresse kaufen. Hier könnt ihr euer Business reinschreiben, was erstmal nicht so wichtig ist. Die wichtigsten Einstellungen sind, wenn ihr auf shopify.de geht, sind die wichtigsten Einstellungen eigentlich schon für Deutschland getroffen. Das heißt, ihr habt die richtigen Einheiten und ihr habt das metrische System und auch Euro. Das Prefix würde ich jetzt in meinem Fall einfach gerne ändern unter, das sind die Ordernummern, unter SD, damit ich einfach weiß, das ist jetzt für Survival Deals und das ist dann die Ordernummer. Die erste Ordernummer, dann Survival Deals 1002, ist einfach, damit ich die wegen SD von den anderen Shops, die ich mache, unterscheiden kann. Immer wenn ihr irgendwelche Einstellungen macht, auf Speichern und dann können wir auch weiter zu den nächsten Einstellungen gehen. Das ging relativ fix. So, Payment Providers, ganz wichtig, die musst du auf jeden Fall einrichten, denn wenn du die nicht eingerichtet hast, dann können die Leute bei dir nicht bezahlen. Und ich empfehle immer drei Payment Provider einzurichten. Das Allerwichtigste ist auf jeden Fall PayPal. Ebenfalls wichtig für Kreditkartennutzer wäre dann Stripe, kannst du einrichten. Amazon Pay wäre auch noch eine Möglichkeit. Damit haben wir jetzt persönlich also wenig Erfahrung mitgemacht, kann ich gar nicht viel zu sagen. Ich habe von einigen gehört, dass die das auch nutzen und dass es auch gut ist, wenn die einfach mit ihrem Amazon-Account quasi damit bezahlen können. Wichtig finde ich noch sofort Banking, also Online-Banking, das heißt Leute, die nicht über PayPal oder Kreditkarte bezahlen, die machen das über normale Online-Überweisungen und ja, das sind so die wichtigsten drei, die ich empfehle. Ich werde jetzt der Einfachheit halber erstmal nur PayPal einrichten, einfach auch um ein bisschen Zeit zu sparen und zum anderen, weil es vor allem PayPal ist mit das Wichtigste, also so 70% unserer Kunden kaufen über PayPal ein, das heißt, wenn das steht, ist es auf jeden Fall schon mal das Wichtigste. Ich weiß gerade nicht, warum ich das immer wieder deaktivieren muss. Ich werde das auf jeden Fall mit unserem Business-Konto verbinden, mit unserem Facebook-Business-Konto. Das heißt, wenn ihr keins habt, dann select Payment Method, PayPal Express Checkout. So, available in Germany. Nehme ich das, dann wird man weitergeleitet gleich auf PayPal. Ich muss einfach nur die wichtigsten Daten eingeben. Das sind die Instruktionen, also aktivieren, Grant Permissions. Also ich gehe einfach wirklich nur auf Aktivieren und PayPal macht den Rest für mich. Also jetzt werde ich auf PayPal weitergeleitet. Ich gebe die E-Mail-Adresse von dem Geschäftskonto ein. Das ist auch wieder thomas@kundenfabrik.com. Shopify hat das Geschäftskonto erkannt. Ich gehe zurück auf Shopify und damit haben wir auch schon direkt PayPal als Bezahlmethode eingerichtet. Das heißt, das ist jetzt das Wichtige. Wie gesagt, wichtig fände ich noch Stripe und Sofortbanking ist jetzt erstmal egal. Aufgrund der Zeit in der Dropshipping Masterclass habe ich das auch nochmal genauer erklärt, wie jetzt die anderen Payment Provider eingerichtet werden. Das Wichtigste auf jeden Fall für dich ist PayPal, das solltest du auf jeden Fall wissen. Checkout Settings, nochmal ganz ein paar wichtige Sachen. Die meisten Voreinstellungen sind eigentlich schon richtig so. Ich sage, die meisten können Checkout using E-Mail. Das ist alles nicht so wichtig. Require Last Name Only, wie gesagt, die meisten Sachen sind eigentlich schon korrekt eingestellt, da müsst ihr nicht viel verändern. Was ganz, ganz wichtig ist, ist hier. By default, Customer agrees to receive promotional emails. Das ist nicht eingestellt und das sollte eingestellt sein. Das bedeutet nämlich, dass wenn die Leute im Checkout sind, wenn die irgendwas bei euch kaufen, dass das Häkchen, dass die Leute euren Newsletter abonnieren, automatisch gesetzt ist. Das wollt ihr, denn viele Leute übersehen es und so könnt ihr euch automatisch eine schnellere E-Mail-Liste aufbauen.
was später im Backend, im E-Mail-Marketing nochmal sehr, sehr wichtig ist. Und das würde ich auf jeden Fall einstellen. Und natürlich die Leute, die dann die Newsletter dann wirklich nicht haben wollen, die unsubscriben einfach wieder, aber es ist einfach, die meisten sehen es hier in dem Fall einfach nicht und habt automatisch eine größere E-Mail-Liste, was auf jeden Fall für euch später nochmal im Backend mehr Conversion bringt. Deswegen auf jeden Fall das einstellen. Hier gibt es noch Möglichkeiten, Widerrufsbelehrung, Datenschutz und AGBs zu erstellen. Wir haben in der Masterclass, also in diesem Videokurs von uns, wo du auch, was du auch in der Produktbeschreibung, bitte nicht in der Produktbeschreibung, unten in der Infobox siehst, auch nochmal genau erklärt, wie man das macht. Also wir machen das über E-Recht 24. Kannst du auch nochmal gehen. Wir zeigen dir auch Schritt für Schritt, wie das geht. Jetzt der einfache Teil war, kannst du dir automatisch auch Widerrufsbelehrungen zum Beispiel hier von Shopify automatisch erstellen lassen. Die sind jetzt leider auf Englisch, das ist jetzt nicht optimal, kann man aber später auf jeden Fall noch hinzufügen. Ich werde jetzt einfach mal auch hier den Datenschutz und die AGBs einfach mal hier so erstellen, um hier auch wieder ein bisschen Zeit zu sparen. Sehr gut. Die letzten Einstellungen sind dann die Shipping, also die Versandeinstellungen. Ich werde jetzt für diesen Online-Kurs erstmal keinen Free-Plus-Shipping machen. Das heißt, wir werden uns einfach nur Produkte aussuchen, die wir über den Normalpreis verkaufen werden. Und wenn ich persönlich über Retail gehe, also über einfach die Produkte zum Normalpreis vertreibe, dann mache ich das inzwischen eigentlich immer so, dass ich den Versand kostenlos mache. Das heißt, ich gehe bei den Shipping-Zones jetzt Deutschland einfach, ich lösche einfach alles, was hier ist. Ich mache Price-Based Rates und sage einfach, wenn ein Produkt, also ich nenne das kostenloser Versand, und wenn ein Produkt 0 Euro bis No Limit kostet, dann einfach ein Free Shipping Rate, das heißt, es kostet einfach nichts. Das ist einfach kostenloser Versand. Das sowohl für Deutschland, Österreich, Schweiz kann man eigentlich alles machen. Ich würde das gleiche einfach nochmal hier wiederholen, dann jetzt für den Rest der Welt. Man kann Versand auch eingeben, das geht. Ich persönlich würde es nicht empfehlen, denn versetze dich mal in die Lage der Kunden. Du bist zum Beispiel selber, wenn du irgendwas auf Amazon bestellst oder sowas, inzwischen sind wir in Deutschland es einfach gewöhnt, nichts mehr für den Versand zu bezahlen. Und du kannst natürlich das, was du in den Versand steckst, kannst du einfach später auf das Produkt nochmal hinzufügen. Das heißt, du kannst das Produkt dann einfach 5 Euro teurer machen. Für gewöhnlich macht das nicht so viel Unterschied. Und du hast zusätzlich nochmal den zusätzlichen Verkaufstrigger, dass du einfach sagen kannst, das Produkt ist so und so viel Prozent reduziert, plus du hast kostenlosen Versand. Und das ist auch nochmal ein sehr gutes Verkaufsargument, um mehr Traffic auf deine Seite zu ziehen. Bei mir hat es bisher sehr gut geklappt, bei uns im Dropshipping, wir machen das inzwischen nur noch so. Und deswegen würde ich hier einfach kostenloser Versand eingeben. Wie gesagt, das ist einfach nur unsere Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben. Teste gerne selber aus, nimm auch gerne was für den Versand. Wenn du Free Plus Shipping machst, dann musst du sowieso Versand eingeben, denn dann wirst du über den Versand deine Marge machen natürlich. Und dann würde ich über Weight-Based gehen und dann müsstest du deine Produkte, dem musstest du ein Gewicht zuordnen. Wie das genau passiert, wird auch nochmal im Videokurs erklärt, aber wie gesagt, merk dir einfach jetzt, wenn du nur Retail-Produkte machst, dann mach einfach kostenlos Versand, das ist die meiner Meinung nach einfachste Methode, und wenn du Free-Plus-Shipping machst, dann gebe Weight-Based und gib deinen kostenlosen Produkten, in Anführungsstrichen kostenlosen Produkten, dann ein Gewicht von zum Beispiel 1 Kilogramm, ist erstmal egal, wie viel das wirklich wiegt, ist einfach nur 1 Kilogramm. Und dann sagst du zum Beispiel, alles, was 1 Kilogramm wiegt, hat einen Versand von 7 Euro zum Beispiel oder sowas. Und so kannst du dann hier über Weight-Based die Free-Plus-Shipping-Produkte von den Retail-Produkten trennen. Nur so ein kleiner Tipp am Rande. Wir, wie gesagt, gehen jetzt erstmal nur über den kostenlosen Versand. Und damit sind wir dann jetzt auch durch mit den wichtigsten Einstellungen. Von 0 bis Ende offen, kostenloser Versand, passt. Ach ja, genau, Sample-Box würde ich nochmal einfach auf 0 Kilogramm stellen, weil oft verzieht das so ein bisschen die Daten, gerade wenn ihr dann mit Free-Plus Shipping arbeitet. Auch nochmal so ein kleiner Tipp. Okay, alles klar. Settings sind gesetzt. Das waren jetzt so die 4 wichtigsten Settings. Hier Steuern, Notifications, das kann man so, das ist erstmal nicht so wichtig. Notifications vielleicht könnt ihr noch so Bestellbestätigungen, dann könnt ihr eure E-Mails anpassen. Das könnt ihr aber auch später bei den Apps machen, wenn ihr im E-Mail-Marketing selber drin seid. Aufs E-Mail-Marketing selbst werde ich jetzt in diesem Online-Kurs nicht mehr eingehen. Einfach weil das Ziel für mich jetzt für dieses Video, um es dir beizubringen, ist einfach, dass du siehst, in wie kurzer Zeit man es schafft, einen Shop aufzubauen und verkaufsfertig zu machen und schon möglichst schnell seinen ersten Kunden generiert. Im Frontend, also direkt am Anfang beim Kontakt des Kunden Geld verdient, ohne dann direkt später im E-Mail-Marketing. E-Mail-Marketing ist dann mehr Backend. Dann kannst du mehr da dein Geld verdienen. Dann gehen wir wieder zurück auf Home. Dann haben wir jetzt die wichtigsten Einstellungen gemacht. Nee, wir gehen auf Online-Store. Okay, wir sind jetzt, soweit wir sind immer noch in der Free-Trial-Version, das heißt, bisher haben wir noch gar nichts bezahlt. Und jetzt gehen wir auf den Online-Store. Ja, das ist quasi das Herzstück von Shopify, denn das ist, wie dein Shop aussieht. Hier gibt es mehrere Themen.
die du dir aussuchen kannst, also Themes, wie dein Shop aussieht. Da gibt es kostenpflichtige, es gibt aber auch kostenfreie. Also du kannst hier einfach mal bei Free Themes einfach mal stöbern, was es so gibt. Was ich persönlich nutze, also oder empfehle, wir machen eigentlich hauptsächlich entweder Supply Theme oder Brooklyn Theme. Im Videokurs gehe ich mir auf Supply ein, weil das ein bisschen mehr Einstellungen hat. Hier gehe ich jetzt einfach mal ein bisschen kurz aus Brooklyn ein. Einfach weil es zum einen weniger Einstellungen hat, plus es ist meiner Meinung nach etwas besser auf Mobile optimiert. Das heißt, hier gerade für Handynutzer, das sind auch bei uns die meisten Kunden im Dropshipping, ist es dann nochmal besser, mehr auf Brooklyn zu gehen. Aber da könnt ihr auch gerne eure eigenen Erfahrungen machen. Okay, dann gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, die ihr aussuchen könnt. Ich mag das Classic-Theme, weil es einfach ein bisschen professioneller, ein bisschen cleaner aussieht. So, Add Brooklyn. Jetzt lädt Shopify das für dich runter. Und wenn es runtergeladen ist, müssen wir es einfach nur noch publishen. Und dann, also wir gehen hier auf Action. Ups. Mhm. Publish. Wir haben jetzt noch das Debut-Theme, was am Anfang mal dabei ist. Publish Brooklyn. Und jetzt haben wir dann auch das Brooklyn-Theme. Dann können wir das jetzt personalisieren und dafür gehen wir auf Customize. Das ist das, wie der Online-Shop im Moment aussieht. Das heißt, es ist jetzt noch nichts wirklich groß. Wir haben jetzt verschiedene Kollektionen, die man hier anlegen kann. Ich werde jetzt einfach mal kurz durchgehen, was man machen kann. Wir haben eine Sidebar, die man aufklappen kann, wenn man zum Beispiel mit dem Finger drüber wischt. Hier ist alles noch auf Englisch. Das würde ich definitiv auf Deutsch stellen. Dann geht also hier auf kann man das editieren. Der Titel ist dann Hauptmenü. Genau, auch hier kann man die nochmal einstellen. Das heißt, Home ist quasi die Homepage, also auf Deutsch dann die Startseite. Anpassen, Katalog, so, Apply und Speichern. Und wenn wir jetzt zurückgehen, sollte das auch auf Deutsch übersetzt werden. Einfach, dass man das jetzt manuell kurz gemacht hat. So, Katalog, Search, also die Suche, genau, im Footer-Menü auch noch einstellen. So, Suche und Apply. Immer speichern, wenn ihr irgendwas ändert. Denkt dran zu speichern, sonst müsst ihr es nochmal machen. So, das heißt, das sollte jetzt auch geändert werden. Dann schauen wir uns mal den Header an. Das ist quasi das, was hier oben zu sehen ist. Dafür, lass mich mal kurz überlegen. Genau, das ist diese Slideshow. Hier kann man jetzt zwei verschiedene, also mehrere, man kann auch mehrere Bilder hinzufügen. Man kann ein Logo theoretisch hinzufügen oder ein Homepage-Logo. Das habe ich jetzt erstmal nicht gemacht, einfach auch, um dir zu zeigen, dass es erstmal nicht wichtig ist, weil das Logo ist nicht verkaufsentscheidend. Viele überlegen sich tagelang, okay, wie soll mein Logo aussehen, was kann ich machen? Also ein ganz, ganz wichtiger Tipp von mir an dich, wenn dir Pareto ein Prinzip ist, achte wirklich auf das 80-20-Prinzip. Das heißt, mit was für 20% deiner Arbeit kannst du 80% deines Umsatzes machen, deines Ergebnisses erzielen? Und das, glaub mir, das Logo gehört nicht dazu. Das heißt, du hast hier einfach, wir haben jetzt hier das Survival Deals, wir haben den Namen des Shops, das reicht völlig aus. Das machen wir einfach noch ein bisschen schön. Show Announcement brauchen wir jetzt hier nicht. Da kann man irgendwelche, zum Beispiel, wenn du irgendwelche Aktionen hast, Rabattaktionen oder sowas, kann man hinzufügen. So, passt. Da muss man eigentlich nicht viel verändern. Die Slideshow. Da können wir jetzt zwei Bilder hinzufügen. Beziehungsweise man kann auch mehrere Slides machen. Das ist dann einfach, dass hier das ein bisschen lebendiger aussieht. Auch hier muss ich gestehen, habe ich ein bisschen geschummelt, denn ich habe schon zwei Bilder vorbereitet, die ich jetzt einfach nochmal, die ich mir jetzt gerade bei Pixabay kurz vorher gesucht hatte. Schauen wir mal, wo sind wir denn hier? Survival. Genau, hier. So, das heißt, das wäre das erste. So, das erste Bild steht, Select. So, hier kannst du die wichtigsten, ja, das Introductory quasi noch ändern. Da sage ich jetzt einfach mal Leben am Limit. Der Heading-Text, den mache ich gerne herzlich willkommen und den Text des Buttons nenne ich einfach mal jetzt stöbern. Und damit haben wir quasi die Startseite. Das ist das Erste, was die Leute sehen, wenn sie drauf kommen. Das ist jetzt auch die erste Slideshow. Jetzt gehen wir uns den zweiten Slide nochmal bearbeiten. Da nehmen wir uns auch das zweite Bild heraus. Da habe ich mir das jetzt bei Pixabay ausgesucht. Also wenn ihr Bilder dafür sucht, wie gesagt, Pixabay ist eine ganz gute Wahl dafür, denn die sind für gewöhnlich, beziehungsweise die sind einfach frei für jedermann. Und da würdet ihr auf jeden Fall nicht in Schwierigkeiten können, wenn ihr euch zum Beispiel über Pixabay dann Bilder runterzieht. Dann würde ich hier das gleiche nochmal ändern.
dem Limit. Herzlich. Und jetzt stöbern. Das heißt, wenn der Slide, der erste zum zweiten Slide geht, dann ändert sich eigentlich nichts, außer das Bild war zumindest mein Ziel. Gucken wir einfach mal ganz kurz. Die bleiben, glaube ich, ungefähr 5 Sekunden soweit. Genau, 5 Sekunden kann man hier eingeben. Okay, alles klar. Gut, dann haben wir die Slideshow. Jetzt würde ich noch so einen ganz kleinen über uns Text schreiben. Und da kannst du einfach hier Talk about your brand. Da würde ich einfach schreiben, oh, ein ganz, ganz wichtiger Tipp, das geht jetzt schon ein bisschen ins Copywriting. Copywriting ist nichts anderes als Verkaufstexte schreiben und den wichtigsten Tipp, den ich dir geben kann im Copywriting, ist, keiner interessiert sich für dich. Also das klingt ein bisschen böse, das ist nicht böse gemeint, aber wenn die Leute auf deinen Shop gehen, dann will keiner was über dich, über deinen Shop, über sonst irgendwas erfahren. Die Leute wollen wissen, was bekommen sie. Das heißt, wenn ich jetzt Kunde bin auf deinem Shop und dann will ich sehen, was habe ich davon, was kannst du mir geben, was bringe ich so. Das heißt, es bringt nichts, sowas zu schreiben, die über uns. Also versuch dich von Wörtern wie ich oder wir oder sonst irgendwas zu trennen und schreib einfach sowas wie, was dich erwartet. Also Worte wie du oder dich, das sind immer ganz gern gesehen. So, hier kannst du den Text dann auch mal ändern. Sowas wie als Survival Shop Überlebenskünstler findest du hier alles, Moment, Rechtschreibung, was du brauchst, damit du dein nächstes Abenteuer sicher überstehst. Das ist auch sehr schön. So. Falls ich einen Rechtschreibfehler gemacht habe, Entschuldigung, ich versuche, wie gesagt, hier das Video jetzt möglichst schnell und kompakt zu machen. Ich würde auch immer das Thema wieder mit reinbringen. In dem Fall ist jetzt Survival, deswegen würde ich sowas wie Überleben und Sicherheit dann immer damit reinbringen. Das sind immer so wichtige Triggers oder wichtige Keywords, die man immer wieder einfügen sollte. Das ist egal, ob überlebenswichtige Outdoor, wie sagt man, Ausrüstung oder unverzichtbares Survival Equipment. Bei uns wirst du sicher viel Spaß beim Stöbern. Okay, alles klar, finde ich okay. Wie gesagt, einfach nur kurz zusammenfassen, was ist euer Shop, beziehungsweise einfach Benefits nennen oder den Kunden ansprechen direkt. Das heißt, was bekommt der Kunde von dir? Ganz kurz einfach nur, was dir gerade einfällt. Kann man natürlich auf noch verbessern, aber das ist jetzt erstmal nur so das Wichtigste. So, Collection List. Hier kann man eine Collection List erstellen. Ich mache das gerne, wenn ich einen neuen Shop aufmache, dann mache ich immer 2 Collections. Einfach damit der Shop ein bisschen voller aussieht und jede Collection einfach 3 Produkte und das reicht völlig aus. Ganz wichtig, wenn du einen Shop aufmachst, du wirst für gewöhnlich dein Produkt, dein Geld erstmal mit einem einzigen Produkt verdienen. Die anderen Produkte sind einfach nur Platzhalter. Und genau so werde ich es jetzt auch handhaben. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier eine Collection komplett löschen. Später werde ich die noch erstellen, dann können wir die hier wieder noch hinzufügen. Das heißt, die werden jetzt erstmal hier offen bleiben. Featured Collection, Collage, Grid. Achso, ja, das muss ich auch auf Deutsch. Da mache ich gerne einfach sowas wie Bestseller und dann packe ich alle 6 Produkte. Wir werden uns erstmal auf 6 Produkte vermutlich konzentrieren. Das Collection List Top Kollektionen und dann werden wir hier unsere beiden Kollektionen dann einfach reinpacken, wenn wir die gemacht haben. So, okay. Aber das wird, wie gesagt, später passieren. Ganz wichtig noch zum Newsletter. Da würde ich schreibe gerne sowas wie sichere dir satte Rabatte. Und dann einfach nur, warum soll der Kunde sich in deine E-Mail-Liste eintragen? Das ist halt ganz wichtig, weil du willst eine möglichst große E-Mail-Liste aufbauen, denn später kannst du damit wieder dann Werbung schalten. Und im Vergleich zur Facebook-Werbung ist diese Werbung umsonst. Das heißt, über dein E-Mail-Marketing kannst du später noch sehr viel mehr Geld einfach im Dropshipping, in deinem Online-Business raushauen. Das heißt, hier möchtest du möglichst viele Leute raus, eine möglichst große E-Mail-Liste einfach aufbauen. So, Call to Action, trag jetzt deine E-Mail ein und erhalte Rabatte von bis zu 75%. Irgendwie sowas.
Also dein potenzieller Kunde muss einen Grund haben, warum man sich da eintragen möchte. So, dann haben wir es eigentlich schon. Ah ja, genau, Futter, ganz wichtig. Jede vernünftige Seite braucht auf jeden Fall ein Impressum. Und das können wir hier noch kurz erstellen. Genau, das heißt, wir sind jetzt wieder zurück auf der auf Shopify, beziehungsweise nicht in Custom S-Theme. Wir sind jetzt quasi auf dem normalen Dashboard und hier im Online-Store waren wir gerade und jetzt sind wir auf Navigation. Das heißt, jetzt können wir hier im Footer-Menü noch ein weiteres Menü-Item hinzufügen. Und das müssen wir jetzt erstmal erstellen, das wäre dann das Impressum. Das heißt, hier gehen wir auf Pages, App-Page, die nennen wir dann einfach im Impressum. Genau, und den Text habe ich auch schon vorbereitet von unseren anderen Shops. Wir haben ja auch ein mehr oder weniger immer das gleiche Impressum. Was in einem Impressum drinstehen muss, ist jetzt erstmal halb wichtig, beziehungsweise also es ist eigentlich schon wichtig, aber jetzt für dieses Video ist es halt nicht so wichtig. Ihr könnt gerne, also wir haben ja schon mal einen Shop freigegeben, das ist teuer-freund-shop.de. Da kannst du dich auch gerne an unserem Impressum orientieren, dann bist du eigentlich auch schon ready to go. So, das heißt, wir haben jetzt dieses Impressum als Page erstellt und jetzt gehen wir wieder auf Navigation und jetzt müssen wir das ins Footer-Menü, also ganz unten einfügen und da machen wir einfach auf Add Menu Item, dann nennen wir das Impressum und fügen jetzt die Page hinzu, die wir gerade hinzugefügt haben und das ist das Impressum. Add, Speicher nicht vergessen. Und dann müsste das jetzt auch soweit hinzugefügt werden. Zack, okay, perfekt, alles klar. Das heißt, wir haben jetzt unsere Startseite soweit fertig. Es fehlen noch die Kollektionen, die müssen wie gesagt noch erstellt werden. Und natürlich die Produkte, die müssen auch noch eingefügt werden. Aber ansonsten, soweit gefällt mir das schon. Save. Und wir gehen wieder zurück. So, jetzt sind wir wieder hier im Online-Store. Kein Produkt hinzufügen, sondern eine Kollektion hinzufügen. So, dann Create Collection. Und die nennen wir Survival. Ich würde sagen, die andere nennen wir dann einfach Outdoor. Ist ja fast mehr oder weniger das gleiche. Survival. Manually select products. Das heißt, hier können wir manuell die Produkte hinzufügen, ob die jetzt zum Beispiel in Survival oder in die andere Kollektion reinkommen. Wir können hier noch ein Produktfoto hinzufügen. Das ist aber erstmal nicht so wichtig, weil du kannst hier selber was auf Canva zum Beispiel erstellen. Aber für gewöhnlich nimmt er auch einfach dann ein Bild von einem Produkt aus dieser Kollektion. Reicht für unsere Verhältnisse jetzt erstmal aus. Dann fügen wir die zweite Kollektion hinzu und die nenne ich jetzt einfach mal Outdoor. Auch wieder hier Produkte manuell hinzufügen, speichern. So, das war's soweit. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Sache und das sind halt die Produkte. Der Shop ist soweit aufgebaut. Der Shop ist in Ordnung. Wir haben auch jetzt PayPal eingerichtet, das heißt, wir können jetzt theoretisch damit verkaufen. Das Einzige, was noch fehlt, ist wie gesagt das Herzstück deines Shops und das ist das, was du anzubieten hast. Und genau, dafür empfehle ich dir definitiv eine ganz, ganz wichtige App. Das ist die Shopify Oberlo App. Und Oberlo hat zwei wichtige Funktionen. Zum einen kann es automatisch Produkte von AliExpress auf deinen Shop ziehen. Plus es kann später auch nochmal die Fulfillments für dich automatisieren. Das ist eine der, also für mich die wichtigste App eigentlich, die es auf Shopify gibt. Oberlo. Es gibt noch andere Apps, die auch wichtig sind, wo ihr zum Beispiel Product Reviews schreiben lassen könnt von euren Kunden. Oder Order Printer, wo ihr euch also Rechnungen ausdrucken könnt. Es gibt noch ganz viele Apps, die wir auch im Videokurs nochmal, also wo wir dann nochmal wirklich die wichtigsten Apps, die wir auch nutzen, vorstellen. Am allerwichtigsten, wie gesagt, ist erstmal Oberlo, einfach um uns ein bisschen die Arbeit zu erleichtern. Und Oberlo ist dankbarerweise kostenfrei. Das heißt, wir sind jetzt hier im Shopify App Store. Ihr könnt euch das vorstellen wie den Google Play App Store oder den Apple App Store und könnt dann einfach mal hier eingeben und browsen und verschiedene Apps euch mal anschauen. Es gibt auch ständig irgendwelche neuen, die auch sehr gut sind. Wie gesagt, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf Oberlo, holen uns Oberlo und wird automatisch mit unserem Shop verbunden. Wir müssen uns hier dann einfach nur einloggen und Shopify verbindet dann automatisch. Jetzt wird automatisch Oberlo mit Shopify verbunden und jetzt können wir Oberlo nutzen, um uns Produkte hinzuzufügen. Dafür gehen wir einfach auf Search Products. Und hier können wir dann die URLs von AliExpress drauf oder rein kopieren. Und das ist jetzt auch die Internetseite, wo wir hingehen. Das heißt, da, wo wir jetzt unsere Produkte suchen werden, ist aliexpress.com. Ihr könnt euch das vorstellen wie
das chinesische Amazon, beziehungsweise eigentlich ist Alibaba.com das chinesische Amazon und AliExpress ist der kleine Bruder von Alibaba, denn hier kann man Produkte auch einzeln kaufen, während es bei Alibaba hauptsächlich auf Massenbestellung geht. Gibt es jetzt hier verschiedene Nischen, die wir uns schon aussuchen können. Wir haben auch Sports, Outdoors, Fishing, sonst irgendwas, alles Mögliche. Ich werde jetzt einfach mal unsere Nische eingeben, Survival, und schauen wir einfach an, was am meisten in dieser Nische gekauft wird. Suchen. Ganz wichtig, wenn ihr irgendwas sucht, unter Orders sortieren, denn dann habt ihr direkt die Bestseller. Das heißt, das sind jetzt quasi die Bestseller, ihr seht immer, wie viele Bestellungen da jetzt gerade getätigt wurden. Ja, das finde ich schon sehr cool. Das ist ein Feuerstarter. Ah, ich kenne das Ding, ja. Das ist ein Feuerstarter, den man hier, wo man den rausziehen kann. Das hier ist so ein Stift, wo so ein kleiner Docht drin ist. Und der hat auch gleichzeitig, man reibt diesen Stift quasi hier, Funken entstehen. Und gleichzeitig ist der Docht auch noch mit Feuerzeug, Flüssigkeit getränkt und kann kurzzeitig hier so eine kleine Flamme entzünden. Ein sehr cooles Produkt, dann auch noch als Schlüsselanhänger, wie ich sehe. Das können wir auf jeden Fall schon mal nehmen. Ich denke, das werde ich auch zum Hauptprodukt machen. Das heißt, das werde ich dann auch auf Facebook bewerben. Genau, okay. Das heißt, ich werde erstmal, genau, okay. Das heißt, für die Werbeanzeigen, Oberlo übernimmt jetzt automatisch für euch. Ich werde das mal kurz zeigen. Ihr müsst einfach nur Copy, zurück, Import, Product URL draufklicken, die URL einfach hier eingeben und importieren. Und automatisch ist es jetzt in Oberlo drin. Für Zwecke der Werbeanzeige würde ich empfehlen, gerne nochmal so ein paar Screenshots davon zu machen. Das heißt, hier werde ich jetzt einfach mal die wichtigsten Screenshots nochmal rausziehen. Zack. Für gewöhnlich sind die Screenshots, die du hier unten findest, unter den Produkten, unter den anderen Fotos, die etwas qualitativ hochwertigeren. Und dann ist das jetzt, wie gesagt, unser Hauptprodukt. Und die anderen, die ich jetzt suchen werde, sind einfach nur Platzhalter. So, das heißt, das hat auf jeden Fall die meisten, so eine Thermodecke, warum nicht? Sehr cool ist, dass du siehst einfach, dass es hier einfach super, super billig ist. Das heißt, gerade sowas hier, das kostet 70 Cent im Einkauf, hat man gefühlt sehr hohen Wert. Das kannst du für 10, 15 Euro zum Beispiel verkaufen. Hast natürlich eine dementsprechende Marge. Würde sich auch als Free-Plus-Shipping-Produkt empfehlen, aber wie gesagt, das werde ich jetzt dieses Mal erstmal nicht machen. Survival-Bänder, auch sehr cool. Gerade für die Survival-Fanatiker weiß ich aus zuverlässiger Quelle, das ist ein absolutes Must-Have. Das sind sehr strapazierfähige Bänder einfach, wo man eine Menge mitmachen kann. So, das heißt, die packen wir auf jeden Fall mit rein. Okay, ja, packe ich mit rein. Und die Thermodecke. Wo ist die Thermodecke? Genau. Kopieren, auch importieren. So, dann haben wir jetzt drei Produkte auf jeden Fall davon schon mal. Ich suche jetzt nochmal im Bereich Outdoor was. Auch nochmal nach Order sortieren. So, wir sind zurück auf Oberlo. Und wie wir jetzt auf unserer Importliste sehen, die 6, wie gesagt, die ich gerade hinzugefügt hatte. Und ja, bei denen können wir jetzt ein paar Sachen verändern. Das heißt, ich werde mich wie auch hier, wie auch bei den anderen Sachen, aufs Wichtigste konzentrieren. Das ist zum Beispiel der Titel. Das heißt, das, was die Leute lesen werden. Und hier haben wir zum Beispiel dieses Erste-Hilfe-Set und das können wir dann einfach auf Deutsch dann umnennen. Zum Beispiel Notfall, Erste Hilfe, Überlebens-Set. Okay, das klingt cooler. Und ich glaube 180 Teile stand da gerade. So, okay. Dann können wir hier die Collections aussuchen. Und dann nehmen wir zum einen die Homepage, damit das auch dann direkt auf der Startseite angezeigt wird. Plus eine der Kollektionen, die wir gerade hinzugefügt hatten. Und da würde ich jetzt einfach mal Survival nehmen. Ja. Gut, alles klar. Dann nehmen wir hier den Behälter auch nochmal. Moment, was war das jetzt? Ultra leichter Wasserdichter natürlich. Campingbeutel. So, auch hier wieder Homepage und Survival. So, hier King C steht da. Okay, das können wir gerne mal so übernehmen. Das heißt, wenn die Sachen eh schon Namen haben, klingt das auch nochmal
ja, je nachdem wertvoller. Man muss die Marke nicht unbedingt kennen, aber man kann es auf jeden Fall so drin lassen. Theoretisch könnt ihr euch einfach dieses Bild bearbeiten und das dann einfach rausnehmen. Ich nenne es jetzt auch einfach wirklich King C Tomahawk Survival Axt. Ich würde, wie gesagt, solche Schlagwörter wie Survival immer wieder gerne mit reinnehmen. Einfach weil es nochmal zusätzliche Verkaufstrigger sind. So, das ist das Survival. Ich nenne es jetzt mal, tue es mal unter Outdoor rein. Genau wie hier. Okay, ich hätte den Beutel auch wahrscheinlich eher unter Outdoor erstmal reingepackt. Ich werde jetzt 3-3. Ich werde die einfach auf 3 auf Outdoor, 3 auf Survival verteilen. Einfach, dass wir in jeder Kollektion dann 3 Sachen haben. Wie gesagt, das wichtigste Produkt ist eh das hier unten. Der Feuerstarter, weil wir den gleich bewerben werden. So, dann diese Thermodecke, wie nennen wir sie? Wärmespeichernde Notfall-Thermodecke würde ich dann auch wieder in den Bereich Survival zuordnen. So, das sind normale Survival-Schlüssel-Anhänger. Nennen wir es einfach mal strapazierfähige Survival-Schlüssel-Anhänger. Und, also ja, Homepage und. Packst du auch erstmal in Outdoor rein. Wie gesagt, die Collection sind erstmal so egal. Das ist einfach nur, man kann das später alles noch umordnen. Einfach nur, dass das jetzt einigermaßen gut verteilt ist. Feuerstarter. Schlüsselanhänger. Ja, passt. Den würde ich jetzt eher in Outdoor reinpacken tatsächlich. Und in Homepage natürlich. Das heißt, dann werde ich die Survival-Anwender dann doch einfach unter Survival hinzupacken. So, wie gesagt, ist jetzt auch erstmal nicht so wichtig. Wir haben jetzt einfach die Collections hinzugefügt und die Titel. Und jetzt können wir einfach alle Produkte, die wir haben, nehmen und in unseren Shop pushen. Einfach bestätigen. Und dann können wir jetzt auch sowohl AliExpress verlassen als auch Oberlo und sind jetzt wieder zurück in unserem Shop. Und jetzt können wir einfach mal unsere Produkte anschauen. Die müssten jetzt hier reingeladen sein. So, jo, sehr gut, alles klar. Das passt sehr gut, die Überschriften stimmen soweit schon mal. Ich werde jetzt noch die wichtigsten Sachen verändern, zum Beispiel die Preise müssen halt noch angepasst werden. So, ich öffne die jetzt einfach alle mal. Schauen wir mal, ob die in den richtigen Kollektionen hinzugeordnet sind. So, das heißt, wenn wir jetzt auf die Kollektionen gehen dann und ich auf Outdoor schaue, müssen jetzt eigentlich 3 Produkte drin sein. So, in der Zeit können wir schon mal den Feuerstarter, wie gesagt, das ist unser Hauptprodukt jetzt. Das heißt, hier werde ich einfach mal kurz die Copy bearbeiten. Ich mache das jetzt beispielhaft nur in einem Produkt. Die anderen, wie gesagt, dienen jetzt erstmal nur als Platzhalter. Da kann man natürlich noch später noch eine Copy hinzufügen. Aber denkt dran, Pareto 80-20. Wir nehmen jetzt das eine Produkt, das bewerben wir und gucken einfach, ob es funktioniert. Und den Rest können wir dann später während des Prozesses nochmal machen. Schreiben wir einfach die wichtigsten. Also ich würde so später so ein paar Bullet Points machen, am Anfang einfach so mal ein bisschen nach der AIDA-Formel vielleicht so ein bisschen aufmerksam machen, worum es hier genau geht, was das Ding jetzt da ist. Also was macht so ein Feuerstarter? Feuer machen. Feuer machen immer und überall. Jo. Mit diesem Feuerstarter. Schlüsselanhänger trägst du eine der bedeutendsten Erfindungen der Menschheit in deiner Hosentasche. Ist jetzt auch egal. Muss jetzt nicht die beste Copy der Welt sein, einfach nur, dass du mal gesehen hast, was man einfach ungefähr da reinschreiben soll. Wie gesagt, ganz kurz das Produkt so ein bisschen verkaufen. Ich würde jetzt, wenn ich das jetzt noch ein bisschen weiter bringen würde, dann würde ich jetzt sowas schreiben wie wie funktioniert der Feuerstarter. Und dann würde ich sowas, dann würde ich den hier unten nochmal wirklich, das kannst du hier nochmal dick machen zum Beispiel. Und man kann die Schrift hier einfach nochmal komplett verändern.
Ist jetzt erstmal egal. Ich würde es erklären, weil manche Sachen, manchen Sachen bedarf es einfach einiger Erklärung. Das heißt, Survival-Experten sollten eigentlich wissen, wie es funktioniert, aber für Neulinge oder Leute, die sich vielleicht ein bisschen interessieren, wäre es vielleicht nochmal gut, das hinzuschreiben. Aber um jetzt ein bisschen Zeit zu sparen, werde ich jetzt einfach hier noch die wichtigsten Bullet Points hinzuschreiben. Stilvolles Design. Design. Stainless Steel stand da, glaube ich, ne? Ich schreibe jetzt einfach mal der Buchstabe groß. So, hoppla. Stilvolles Design aus Edelstahl. Es sollte halt nicht zu sehr nach QVC-Werbung aussehen. Ich versuche so ein bisschen den Mittelweg immer zu finden. Hochwertige Verarbeitung. 100% wasserdicht. Also immer so gucken, was ist die Nische und was ist den Leuten in der Nische wichtig. Falls ihr euch da nicht sicher seid, auch gerne einfach mal fragen oder Foren durchforsten oder einfach mal Facebook-Gruppen anschauen, was da halt den Leuten so wichtig ist. Das ist jetzt einfach das, was ich mir jetzt schnell aus den Fingern sauge. Allgemein, schreibe ich auch noch gerne nur online verfügbar, nicht im Handel erhältlich. Einfach um noch mal so ein bisschen unterschwellig zu sagen, beziehungsweise einfach nur ein bisschen das Gefühl zu erzeugen, okay, das kriegst du nur hier, das heißt, kauf jetzt also ganz subtil so ein bisschen, nicht Scarcity zu erzeugen, aber so einfach zu sagen, du kriegst es quasi nur bei uns, einfach um das Gefühl zu geben, also Dropshipping ist sehr viel Impulskauf und das triggert nochmal so ein bisschen den Impulskauf. Eine Sache, die ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, immer unter jedes Produkt zu schreiben und das am besten in Fett, ist sowas wie aufgrund der sehr hohen Nachfrage kann die Lieferzeit aktuell bis zu 2 bis 4 Wochen betragen. Und das ist halt eine der der Nachteil im Dropshipping. Du hast einfach sehr lange Lieferzeiten, wie du inzwischen wahrscheinlich schon weißt. Und ich kriege auch immer wieder die Frage, kaufen die Leute sowas? Und ja, die Leute kaufen sowas und du musst dir auch niemanden irgendwie hinters Licht führen oder sowas. Im Gegenteil. Also ich würde dir definitiv empfehlen, darauf aufmerksam zu machen, weil dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Du hast den Leuten irgendwie nichts vorgemacht, du schreibst wirklich in Fett da drunter. Jeder kann es lesen. Ich sag dir gleich, viele werden es überlesen, trotz alledem. Und du wirst viel Arbeit auch mit Customer Support haben und Leute, die sich fragen, wo ist mein Produkt, warum bekomme ich das nicht schon nach 1-2 Tagen, wie auf Amazon und sowas alles. Da musst du wohl oder übel durch im Dropshipping. So oder so würde ich es auf jeden Fall empfehlen und ich kann dir versichern, die Leute werden es trotzdem kaufen, auch die, die es lesen. Das ist in Ordnung, wenn du den Leuten einen guten Deal anbietest, das ist ein Impulskauf, die Leute kaufen es trotzdem, ob du es glaubst oder nicht. Deswegen mein Rat an dich, schreib es auf jeden Fall mit rein. So, das ist jetzt eine ganz kurze Copy, einfach nur, um das Produkt nochmal so ein bisschen zu verkaufen. Preis, ja, dann würde ich so einen Preis nennen. Man kann ja einfach mal auf Amazon gehen und sich sowas anschauen, also ungefähr ein Gefühl dafür zu bekommen. Feuerstarter, Survival, genau sowas. Okay, die kosten dann auch so zwischen, das sind nicht die, die wir haben, aber so zwischen 10 bis 15, ein bisschen weniger teilweise, 15 Euro. Okay, also zwischen 10 und 15 Euro. Du kannst auch gerne mal ein bisschen rumprobieren. Ich werde jetzt einfach mal 10 Euro machen, beziehungsweise 9,97 Euro. Man kann auch theoretisch einen Split-Test machen, das gleiche Produkt duplizieren und dann einfach mit 2 verschiedenen Werbeanzeigen auf beide Produkte hinzufügen. Und einfach gucken, welches sich besser verkauft, beziehungsweise mit welchem eine bessere Marge man hat. Compare-Price würde ich auch oft eingeben. In dem Fall werde ich jetzt in der Werbeanzeige sowas schreiben wie 50% Rabatt. Das heißt, gehen wir einfach mal von, ursprünglich hätte es 19,97 € gekostet, jetzt kostet es allerdings nur die Hälfte und das wird so der Trigger in der Werbeanzeige. So, der Rest passt, Gewicht ist hier 0, das ist wie gesagt, Gewicht ist nur wichtig, wenn du Free Plus Shipping machst. So, okay, alles klar, ich werde es jetzt einfach mal so speichern, dann gucken wir uns das später nochmal auf der Produktseite an. So, Feuerstarter, Schlüssel, Anhänger. Gut, dann können wir zum nächsten. Kingsea, also okay, man hat hier so ein paar, okay, ich kann die jetzt erstmal so drin lassen, ich werde das jetzt auch so drin lassen, wichtig ist erstmal nur die Überschrift, weil das erste ist, was die Leute sehen. Bewerben werde ich wie gesagt nur das hier und das ist auch die Seite, die Produktseite, die 90% mindestens der Besucher sehen werden und der Rest werden die anderen gar nicht sehen. Das dient wie gesagt nur als Platzhalter,
Shopify bzw. Oberlo hat uns hier schon mal einen ganz passenden Pricing gemacht. Ich glaube, es hätte irgendwie, ich habe es jetzt wieder vergessen, keine Ahnung, 30 Euro gekostet oder sowas, die Achse, oder 24 war es, glaube ich. Können wir gerne einfach mal so nehmen. Ich mache jetzt hier auch noch einen Compare-Price hin von, sagen wir mal, 69,60 Euro. Und die Sachen sind erstmal nicht so wichtig. Das ist einfach alles übernommen von Oberlo. Man kann die SKUs und das ist einfach die Stockkeeping Unit. Wie viele Units haben wir in Stock? 18 kann man auch so ein bisschen Verknappung dadurch erzeugen. Wie gesagt, alles erstmal nicht so wichtig. Ich werde jetzt einfach nur die Preise anpassen. So, okay. Hier das Überlebenskit. Machen wir einfach mal 29,90 €. Mache ich einfach mal keinen Compare. Nicht jedes Produkt auf deinem Shop muss einen Compare-Preis haben. Ne? Das ist auch irgendwie komisch, wenn überall so ein Deal ist. Es sei denn, du bist halt, also ich könnte es jetzt auf Survival-Deals machen, weil wir sind ja mehr oder weniger auch durch den Titel auf Deals ausgelegt. Aber wichtig ist es nicht. Wie gesagt, die Copies lasse ich jetzt erstmal. Das kann man später immer noch verändern. Auf diese ganzen Produkte werde ich, wie gesagt, kein Traffic drauf schießen. So, man kann auch mehrere Sachen den Preis gleichzeitig ändern von den Survival-Armbändern. Werde ich jetzt einfach mal, ich glaube, die kosten auch ungefähr 15 Euro auf Amazon, so im Schnitt, werde ich jetzt einfach auch mal so hinzufügen. Hoppala, nein, falsch finde ich auf Varianten. Zack, gehen wir nochmal zurück. Obwohl, das würde auch gehen, egal. Man kann auch, nur, dass du es auch mal gesehen hast, man kann auch für alle Produkte auf einmal den Preis verändern. So, hier, ja, können wir so nehmen. Puh, das sind sehr viele Variationen. Die sind aber auch schon relativ gut angepasst durch Berlo. Je nach Größe des Beutels sind die so ein bisschen teurer. Ja, ich nehme das einfach so. Passt. Ist okay. Reicht mir. So. Genau, okay. Die gehen nochmal auswählen auf Actions und dann Change Prices und dann kann man den Preis für alle gleichzeitig ändern. Sagen wir jetzt einfach mal 14,95. Zack. Und dann haben wir alle Variationen. Die kosten dann jetzt auch 14,95. Ich guck mal hier weiter. Fehlt noch was? Ah ja, die Decke. Ja, lasse ich die Copy einfach erstmal weg. Ich habe keine Ahnung. Ich sag jetzt einfach mal 9,98 €. Also Compare Price, sagen wir mal 14,98 ist jetzt einfach 5 Euro billiger. Passt, safe. So, okay. Dann sollte das jetzt eigentlich alles so stimmen. Wie gesagt, auch auch hier würde ich später auf jeden Fall noch in die Copy schreiben, wenn ich dann mal eine Copy geschrieben habe, ne? Aufgrund der hohen Nachfrage, 2 bis 4 Wochen Wartezeit, damit alle Bescheid wissen. Okay, passt. Und passt. Dann schauen wir uns das jetzt mal auf unserem Shop an. Das heißt, wir haben jetzt die Produkte und die Collections hinzugefügt. Ich gehe jetzt wieder auf Online-Store. Und jetzt gucken wir nochmal in den Shop herein. So, ah ja, ganz wichtig, wir haben noch ein Passwort, das heißt, die Leute, die auf unseren Shop gehen, die können sich das nicht angucken, wenn sie das Passwort nicht wissen. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn ich jetzt eine Werbeanzeige schieße und die Leute ein Passwort brauchen, um darauf zu kommen. Das ist allerdings das Problem, dass wir noch das Free Trial haben. Das heißt, am Ende werde ich mir jetzt nochmal den Basic-Plan kaufen und dann können die Leute auch vernünftig drauf. Das heißt, jetzt im Moment, wenn die Leute draufkommen, kommen die noch gar nicht wirklich drauf, weil die das Passwort nicht wissen. So, genau, ich gehe mal hier auf View Your Store, dann kann man sich den nochmal anschauen, beziehungsweise man kann sich einfach mal die URL anschauen, ohne auf das Preview zu gehen, das heißt, das kann man einfach mal löschen. So, und das ist jetzt der Shop, wie er im Moment aussehen würde, wenn ein Kunde draufkommt. Genau, man sieht die Slideshow, wie wir sie am Anfang erstellt haben, den Untertext. Genau, Top-Kollektion. Hier müssen wir die Kollektion hinzufügen. Das sind die Bestseller. Da ist noch dieser typische Shopify-Übersetzungsfehler. Ich gehe mal auf Customize Theme. Kannst du auch hier drüber drauf, falls du dich erinnerst. Und jetzt sind wir wieder hier da, wo wir das Theme verändern können. Und dann werde ich uns noch die beiden Kollektionen hinzufügen. Und ich hoffe, ich weiß noch, wo ich den Übersetzungsfehler finde. Also das heißt Top-Kollektion. Das, was wir gerade erstellt hatten, werde ich jetzt hier eine Collection auswählen und dann nehmen wir nochmal Outdoor Select und bei der anderen machen wir das gleiche, nur nehmen wir jetzt hier Survival und Select. So, wir nehmen jetzt einfach irgendein Produktfoto aus den Kollektionen heraus. Passt erstmal, passt, okay. Dann
Bestseller, genau. Hier sind noch diese Übersetzungsfehler, will ich irgendwo wegbekommen. Wo war das nochmal? Man kann, glaube ich, hier Theme Actions, Edit Languages, genau, richtig. Da kann man die Sprache einstellen. Ich glaube, das war bei Produkten. Ja, genau, steht es direkt, speichern. Okay, dann werde ich hier einfach mal sparen. Das ist das, was die Leute sparen. Und natürlich muss man das aufgrund der deutschen Grammatik dann nach vorne packen. So, das heißt, hier ein Leerzeichen dazwischen, das wieder reinfügen und speichern. Und dann gucken wir mal, ob es das funktioniert hat. Ja, jetzt steht es auch hier. 5 Euro sparen. Ist leider mit dem Logo ein bisschen im Weg, aber egal, 20 Euro sparen. Okay, man sieht jetzt hier den Compare-Preis, 10 Euro sparen. Okay, passt. Reicht erstmal soweit, ist in Ordnung. Wir wollen ja eh nur auf dieses Produkt hier drauf, weil wir hier letzten Endes dann auch die Werbeanzeigen drauf schießen werden. Okay, das heißt, die Shop-Seite, meiner Meinung nach in Ordnung. Hier ist die Copy, die wir gerade geschrieben haben. Okay, passt, können wir machen. Man kann jetzt hier noch das ein oder andere Foto hinzufügen und so, aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Ich habe gerade Screenshots gemacht, die kann ich später noch hochladen. Kümmern wir uns jetzt erstmal darum, um die Werbeanzeige, würde ich sagen. Denn unser Shop, ich lade mal neu, steht jetzt soweit. Das heißt, wenn die Leute hier drauf kommen, ist das, was die Leute sehen. Zack, Kollektion, Bestseller, okay, ist eine schöne. Beziehungsweise das ist nicht das, was die Leute sehen, denn die Leute werden von unserer Werbeanzeige auf diesen Link hier weitergeleitet. Und genau, hier, das ist auch der Compare-Preis, den ich eingegeben habe, jetzt in den Einkaufswagen legen und jetzt könnte man das kaufen. Allerdings können die Kunden es im Moment noch nicht. Wenn ich jetzt zur Kasse gehe, dann würde das noch nicht funktionieren, weil wir einfach noch einen Plan aussuchen müssen. Wir haben nämlich noch das Free Trial. Das heißt, jetzt können die Leute noch nichts kaufen. So, aber ist in Ordnung. Das heißt, das ist jetzt erstmal die Seite. Jetzt bewerben wir das Ganze. Dafür gehen wir auf Facebook. Und bevor ich jetzt drauf gehe, muss ich erstmal eine Fanpage erstellen. Und dafür gehe ich auf Create Page. Dann auf Brand or Product. Denn ihr wollt ja die Produkte nicht von eurem persönlichen, privaten Profil bewerben, sondern einfach, damit es auch ein bisschen einfach professioneller aussieht von einer wirklich professionellen Fanpage, beziehungsweise das heißt professionell, wir werden das jetzt in 2 Minuten kurz aufsetzen. Wir müssen uns eine Kategorie aussuchen, ich würde sagen Tools, Equipment, passt da vielleicht die Survival-Nische am besten hin und dann werde ich jetzt hier den Namen eingeben, das war Survival Deals. Ja, okay. Mensch, okay, ich habe nämlich schon mal so eine Seite erstellt, einfach nur um zu gucken, ob das jetzt mit dem Incognito-Modus klappt, das heißt, jetzt funktioniert es nicht. Ich werde jetzt einfach mal 2, 3 Z dran machen, ist jetzt egal, ich kann die später nochmal abändern. So, ist einfach nur, damit du jetzt mal gesehen hast, wie es funktioniert. Genau, das heißt, wir machen jetzt noch ein Coverfoto und ein Profilfoto. Ich bin jetzt sehr lazy, ich nehme einfach die Fotos, die wir einfach schon hatten, die beiden. Das ist auch eigentlich auch völlig egal. Also wie gesagt, normalerweise können wir jetzt als Profilfoto einfach ein Logo nehmen. Das kann man alles später im Prozess noch entstehen. Jetzt nehmen wir auch einfach die beiden Fotos. Einfach, dass wenn du das Produkt bzw. die Werbung schaltest, dann siehst du, okay, das ist der Survival Deals Shop. Das ist einfach der Titel und du siehst einfach das Coverbild. Und gut ist, mehr brauchst du auch nicht. So, jetzt kann man hier Freunde einladen oder irgendwas posten. Ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Der Shop, das ist die Fanpage, also so kann man in 2 Minuten nur weniger eine Fanpage erstellen und hier kann man jetzt dann auch Werbung von schalten. Ich werde nochmal neu starten und gucken, ob er das Coverfoto jetzt auch genommen hat. Auch wenn es jetzt nicht, ja, okay, perfekt, alles klar. Gut, das ist die Fanpage, das reicht mir, das ist in Ordnung. Und hiervon können wir jetzt die Werbeanzeige schalten, wo wir jetzt dieses Produkt hier bewerben werden. Und das werde ich jetzt einfach machen. Dafür kann man einfach hier auf Create Ad gehen, genau. Und dann wird man auf den Business Manager weitergeleitet und wird jetzt hier drüber eine Ad schalten und genau, einfach ein ganz kurzes Intro nochmal zum Facebook, wie man eine Werbeanzeige schaltet fürs Dropshipping. Wirklich, es ist kein Hexenwerk, falls du noch nie eine Ad geschaltet hast, gar kein Thema. Merk dir einfach, geh einfach auf Conversions, das heißt, du musst dir am Anfang eine Kampagne, ein Objective aussuchen, was soll deine Kampagne erreichen, du willst eine Conversion, das heißt, du willst Sachen verkaufen, drück auf Conversion, dann kannst du dir einen Titel aussuchen, zum Beispiel den Titel deines Produktes und das ist jetzt jetzt ist einfach mal Feuer, Starter, Continuum. So, und dann ein Event. Das kannst du alles gerne lassen. Das ist einfach Purchase. Das heißt, du willst, dass die Leute bei dir kaufen. Dann kann man hier auf
Austria gehen, also beziehungsweise das Land, was man targetiert. Wir haben jetzt Deutschland, dann nehme ich noch Österreich und die Schweiz hinzu. Und genau, jetzt müssen wir uns halt Leute aussuchen, die wir targetieren. Und das Tolle an Facebook ist, dass man einfach jetzt spezifisch Leute sich aussuchen kann, die da in Frage kommen. Und das machen wir dann am besten über Interessen. Ich würde jetzt einfach mal beispielhaft eine Zielgruppe nehmen, und das ist die Survival-Zielgruppe. Und da gebe ich jetzt einfach auch noch Survival hier ein als Interesse und gucke einfach mal, was die Leute so als Interesse da angegeben haben. Survival. So, und jetzt nehmen wir uns einfach mal, wir nehmen jetzt einfach mal eine große Zielgruppe und später können wir die nochmal split testen mit einer kleinen. Die Survival Horror, Survival Skills zum Beispiel, passt, Survival Kit, finde ich beides okay. Survival Kit, okay. Und wenn ihr jetzt so zwei Sachen habt, dann kann man jetzt, man sieht, wie viele potenzielle Leute man erreicht. Bei einer großen Zielgruppe würde ich empfehlen, dass wir gehen jetzt echt mal auf ein paar Millionen, einfach nur, dass du einfach siehst, wie viele Leute man erreichen kann. Später kann man noch mal ein bisschen, ich würde das dann später nochmal duplizieren und nochmal eine sehr präzise Zielgruppe machen, aber konzentrieren uns jetzt erstmal auf sehr große Gruppen. Man vs. Wild würde passen, zum Beispiel Camping Survival. Ich suche mir jetzt mal speziell Survivalism, zum Beispiel speziell sehr große Zielgruppen aus. So, Survival Life, was haben wir denn noch? Off the Grid, Extreme Survival, Outdoor Life, Ultimate Survival, Bear Grylls würde theoretisch auch passen. Ja, kommt immer Bear Grylls. So. Warum auch immer da Star Wars steht. Self-Sufficiency, nein. Okay, ich packe nochmal Man vs. Wild rein. Einfach nochmal so ein paar Schlaggriffe, um jetzt schnell einfach eine Zielgruppe zu haben. Off the Grid. So, wie viel haben wir? 600.000. Also man sieht hier die Größe der Zielgruppen, die sind halt sehr groß. Allerdings haben wir natürlich nur Leute in Deutschland targetiert. Deswegen sind hier nicht mehrere Millionen, sondern halt nur die Leute in Deutschland, die das auch geliked haben. Du kannst so spezifisch Sachen, beziehungsweise dann Interests hiermit targetieren. Ja. Homestead Survival, Survival Life. Also Magazines, das sind immer ganz cool für präzise Zielgruppen, weil Leute, die zum Beispiel ein Magazin abonniert haben, die sind dann wirklich, das sind wirklich passionierte Leute. Das hier, das sind nicht unbedingt passionierte Survival-Leute, das sind einfach Leute, die einfach ein ungefähres Interesse daran haben, so ein weites Interesse. Und deswegen, jetzt haben wir auch eine sehr große Zielgruppe und später würde ich dann, wie gesagt, noch eine sehr präzise machen, wo man dann einfach nur so vielleicht maximal 100.000 hat, ungefähr 100.000. Würde auf jeden Fall reichen. Okay, ich finde jetzt hier gerade nichts mehr Interessantes, deswegen lassen wir es einfach erstmal so. So, bei Placements kannst du dir aussuchen, wo es auf Facebook angezeigt werden soll, beziehungsweise ob es auch auf Instagram und so angezeigt werden soll. Ich persönlich arbeite fast nur mit dem Facebook-Feed, das heißt, ich mache alles außer, das ist zum Beispiel die rechte Spalte, was immer oben dann so angezeigt wird in deinem Feed. Instagram, Audience Network, ich schalte alles aus und lasse für gewöhnlich meine Werbeanzeigen immer nur im Facebook-Feed anzeigen. Da habe ich persönlich die beste Erfahrung mitgemacht. Gerne lade ich dich dazu ein, das selber auszutesten und mir deine Erfahrung mitzuteilen. Und dann als letztes musst du nur noch das Budget einstellen. Ich fange eigentlich jede Werbeanzeige erstmal nur mit 5 Euro an pro Tag. Das ist Daily Budget unbestimmt. Lass das 3-4 Tage laufen und nach 4 Tagen maximal gucke ich mir dann an, wie es performt hat. Und wenn ich einigermaßen zufrieden damit bin, lasse ich sie weiterlaufen bzw. skaliere dann nach oben. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und dann schalte ich sie wieder ab. So. Das heißt, wir haben jetzt die Kampagne gemacht, jetzt haben wir das Ad-Set, also die Anzeigegruppe erstellt, das heißt die Targetierung und sowas alles abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch die Ad selber machen. Und dafür können wir einfach eine neue Ad jetzt erstellen. Ich persönlich oder wir im Team arbeiten eigentlich fast nur noch mit Video-Ads. Kannst auch gerne mal über Canva dir Ad-Images erstellen. Ich persönlich nutze am liebsten Videos, da wir jetzt kein Video haben, sondern nur Fotos. Kannst du allerdings Facebooks Hilfe auch dir selbst ein Video stellen. Und das kannst du zum Beispiel mit so einer Slideshow machen. Das heißt, wir nehmen wir die Screenshots gleich, die wir gerade gemacht haben, und laden die nochmal hoch. Das heißt, wir nehmen jetzt die Slideshow und ich zeige dir jetzt, wie man auf Facebook eine Slideshow macht. Drück hier auf Plus, fügt dann Bilder hinzu. Genau, die haben wir schon hier. Genau, das sind die Sachen, die wir gerade gescreenshottet haben. Die hatte ich schon mal in der Aufzeit kurz hier hochgeladen, hier, damit wir da ein bisschen Zeit haben. Jetzt suchen wir die alle aus. Oder wählen die alle aus und laden die alle rein. Confirm.
So, und das sind jetzt alle Fotos, die wir jetzt so drin haben. Und ich würde die so einigermaßen vernünftig anordnen. So, okay. Packen wir den noch hier dazwischen. Dann den würde ich ans Ende packen. Okay, der muss nicht sein. Gut, alles klar. Dann können wir jetzt hier eine Slideshow enden. Ist eine Slideshow quasi mir doch schon erstellt. Du kannst noch überlegen, wie lang soll ein Slide sein. Sagen wir mal 2 Sekunden. Fade, sodass es einen schönen Übergang gibt. Die Musik von Facebook ist meistens nicht so toll. Es sollte so ein, also Happy Zone ist zum Beispiel so ein Lied, das geht gerade vielleicht noch, ist halt so ein bisschen, ein bisschen freundlicher. Ist jetzt vielleicht für den Survival-Bereich nicht so das Beste. Ich nehme jetzt mal Longboard, weil das ist so ein bisschen, es hat so ein bisschen mehr Pep, aber es sind eigentlich, also du kannst auch sehr gerne, ich würde dir auch empfehlen, später selber Musik hochzuladen, die einfach ein bisschen besser passt. Aber wie gesagt, Pareto 2080, wir nehmen jetzt einfach das, was wir haben. Create Slideshow. Und jetzt lassen wir Facebook arbeiten und lassen uns das Video für uns machen. Gleichzeitig den Link hier, den Link von unserer Seite, fügen wir hier ein, damit die Website weiß, wo wir hinten weiter verlinkt werden. Das heißt, zack rein. Dann brauchen wir noch eine Headline. Zum Beispiel können wir den Namen unseres Shop machen oder einfach nochmal den Namen des, des Produktes. Und dann nehmen wir jetzt einfach das Feuerstarter. Den Feuerstarter-Schlüssel an Hänger und dann einfach noch eine kleine Ad schreiben, so eine ganz kleine Ad-Copy. Einfach das Wichtigste, wo jetzt das Wichtigste so weit mit drin ist. Und da würde ich sowas schreiben wie, ich arbeite, die Slideshow ist fertig, sehr gut. Ich arbeite persönlich sehr gerne mit so WhatsApp-Emojis, weil die auch einfach sehr, weil sie zum einen jeder kennt und zum anderen auch immer so ein, gleichzeitig so ein Blickfang sind. So, okay, nehmen wir uns einfach mal die Feuer. Ja, okay. So, und dann sowas schreiben wie die Nummer 1 für jeden Überlebenskünstler. Künstler. Dann nochmal das Produkt nennen, der Feuerstarter Schlüssel Anhänger rettet dich aus jeder Situation. Heute minus 50% groß reduziert. Plus, und das war nochmal der Verkaufstrigger, der zweite, gratis Versand. Deswegen haben wir die Versandkosten umsonst gemacht. So, dann nochmal natürlich auf den Shop aufmerksam machen. Hier, machen das jetzt wieder klein. Hier geht's zum Shop. Und auch hier würde ich dann wieder so ein bisschen mit Pfeilen arbeiten. Ich benutze gerne die hier. Und auch noch gerne so ein paar mehr. Voilà. Zack. Und nochmal ein paar nach rechts. Und dann müsst ihr hier den Link einfügen. Ich würde jetzt nicht diesen großen Link nehmen, weil der ist meistens immer so ein bisschen zu lang. Deswegen würde ich auf bit.ly oder bit.ly gehen, um den Link einfach etwas zu kürzen. Und da könnt ihr einfach die URL hiervon hier rein. Und jetzt ist der Link automatisch kürzer geworden. Kopieren drücken und voilà. Zurück zur Ad, Leerzeichen und hier nochmal rein und das passt. Dann haben wir jetzt hier nochmal den Button Learn More, das ist jetzt bei mir auf Englisch, weil mein Facebook auf Englisch gestellt. Auf Deutsch würde jetzt da stehen, mehr dazu. Beziehungsweise je nachdem, wie der Kunde sein... Oh, ganz wichtig, wir haben die falsche Fanpage ausgewählt. Das müssen jetzt die Super Deals mit 3Z gewesen sein, genau. So, ich hatte jetzt fast von der falschen Fanpage erstellt. So, das ist jetzt hier nochmal, ne? Deswegen haben wir die Fanpage gemacht. Weil das ist jetzt super Deals, einfach damit die Leute sehen, okay, das ist jetzt eine Fanpage, das ist jetzt nicht einfach von irgendeinem privaten Profil gepostet. Und so würde die Ad jetzt aussehen, hier. Ist jetzt nicht die beste Copy aller Zeiten, ist jetzt einfach nur, damit ihr seht, ungefähr wie man sowas schreibt, die wichtigsten Sachen sind drin, also die wichtigsten Komponenten, die in so einer Copy drin sind jetzt hier drin. Zum einen müsst ihr natürlich die Nische nennen, Überlebenskünstler, damit direkt jeder, der sich angesprochen fühlt, den ihr damit auch targetieren wollt. Dann natürlich das Produkt muss natürlich genannt werden. Und natürlich müsst ihr den Leuten
Also du sollst auf jeden Fall den Leuten einen Deal anbieten, weil sonst hat der Kunde einfach keinen Grund zu kaufen. Und der Deal ist in dem Sinne natürlich dann 50% reduziert plus zweiter Grund gratis Versand. Das sind schon mal zwei Gründe zu kaufen. Gleichzeitig würde ich dir empfehlen, nochmal so ein gewisses Moment der Verknappung oder Dringlichkeit zu erzeugen, indem du einfach schreibst heute. Das impliziert nämlich, dass du, dass es theoretisch morgen nicht mehr reduziert ist. Und damit kommen wir wieder zum Thema Impulskauf. So. Und natürlich ganz wichtig, dass du auf den Shop verlinken musst und genau auch hier den Shop natürlich einfügen musst. Und das war's, denke ich. Genau, ja, ich würde sagen, das reicht. Wir können uns nochmal hier die Slideshow anschauen. Genau. So, dass das Produkt nochmal aus mehreren Winkeln gezeigt wird. So, und möglichst viele Fragen damit erklärt sind. Also Facebook, ich habe jetzt eine Slideshow gemacht, weil Facebook auch einfach Video-Ads bevorzugt. Und wir jetzt in den letzten Monaten auch die besten Erfahrungen mit Video-Ads gemacht haben. Wie gesagt, teste es gerne aus, teste gerne mal Video gegen Bilder und mach deine eigenen Erfahrungen. Und ich drücke jetzt auf Confirm und damit sollte die Ad jetzt erstellt werden und damit könnten schon Leute auf unseren Shop jetzt geführt werden. Das heißt, ich gehe mal zurück, gucke mir jetzt das mal im Werbeanzeigenmanager an, gehe auf den Feuerstarter. Das ist die Kampagne, das ist das, wo wir targetiert haben. Hier geben wir das Geld aus. Jetzt ist noch pending, weil das bedeutet einfach, dass Facebook sich das angucken muss, ob jetzt auch keine irgendwie familienunfreundlichen Inhalte darauf sind. Und das dauert dann für gewöhnlich eine halbe Stunde. Manchmal kann es auch mehrere Stunden dauern, je nachdem. Und wenn die dann bewilligt ist von Facebook, dann geht's los. So, ich werde jetzt hier nochmal empfehlen würde ich dir auf jeden Fall, Facebook mit Daten zu füttern. Das heißt hier, ich werde jetzt einfach mal beispielhaft diese Ad duplizieren. Das kannst du auf Duplicate machen. Und theoretisch, also für gewöhnlich würde ich jetzt eine zweite Copy schreiben, weil mir das jetzt allerdings zu lang dauert, werde ich jetzt einfach das Duplikat, ich werde einfach nur den Button verändern. Das heißt, wir haben die gleiche Copy, wir haben das gleiche Video und jetzt werde ich einfach nur, wo haben wir es? Hier, anstatt einen Button, anstatt Learn More, würde ich sagen, jetzt einfach Shop Now. Das ist genau die gleiche Ad, nur ein anderer Button. Das ist einfach so einer von vielen möglichen Split-Tests, die du machen kannst. Wie gesagt, für gewöhnlich bietet es sich ja natürlich, die Copy zu testen. Oder auch gerne mal verschiedene Videos gegeneinander testen. Du kannst auch die Videos, die Slideshows aneinander unterschiedlich anordnen. Also du hast da wirklich sehr viele Möglichkeiten. So, Save and Continue. Das heißt, wir haben jetzt zwei Ads. Allerdings geben wir trotzdem natürlich nur 5 Euro aus. Denn, und die 5 Euro Traffic, Place Order, die 5 Euro Traffic werden jetzt gleichermaßen auf beide Ads aufgeteilt. Beziehungsweise Facebook wägt jetzt ab, welche Ad von beiden besser funktioniert, welcher Button besser funktioniert und mit der Zeit wird dann mehr Traffic auf die eine oder andere weitergeleitet. So, das heißt, wir haben jetzt hier mehrere Ads. Auch empfehlen würde ich dir auf jeden Fall mit mehreren Anzeigegruppen, also Ad-Sets, rumzuspielen. Hier würde ich jetzt zum Beispiel nochmal duplizieren und einfach die Targetierung ändern. Das heißt, jetzt würde ich zum Beispiel eine präzise Zielgruppe nehmen. Das heißt, so wie du gerade gesehen hast, Magazines oder sowas. Das heißt, Leute, die einfach ein paar... Wir haben jetzt einen 6-stelligen Bereich Leute gesucht. Das heißt, da würde ich vielleicht mal im 5-stelligen Bereich einfach suchen. Allerdings mindestens 20.000, also eher 50.000, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen für eine Targetierung und das einfach mal gegeneinander testen. Also du kannst hier viel testen, du kannst auch das Budget unterschiedlich testen, du kannst verschiedene Altersgruppen auswählen, also du hast hier wirklich unendlich viele Möglichkeiten bei Facebook zu testen. Es ist einfach nur, dass du jetzt mal gesehen hast, wie es funktioniert. Okay, oh, man sieht sogar, es ist auch schon aktiv. Okay, das ging jetzt sehr schnell, das heißt, die Werbeanzeige wurde schon bewilligt, jetzt geht's los, jetzt wird es allerdings Zeit, dass ich das Passwort noch auslöse. Das heißt, die Leute, die jetzt die Ad sehen würden, würden natürlich erstmal nicht draufkommen, weil sie das Passwort nicht wissen. Eine wichtige Sache, die ich dir noch zeigen möchte zum Schluss, ist den Pixel, wie du den Pixel auf Shopify einfügst, damit du auch ordentlich tracken kannst. Dafür gehen wir, nochmal zurück, hier drauf, auf alle Tools und dann auf Pixels. Und den Pixel habe ich hier für das Konto schon eingerichtet. Das kannst du in 3 Klicks machen. Das ist wirklich nicht schwierig. Du drückst einfach nur Pixel erstellen und Facebook macht alles automatisch für dich. Und was Shopify jetzt von dir braucht, ist diese Pixel-ID. Die kopierst du, gehst zurück auf Shopify, unter den Online-Store, auf Preferences und kannst dann hier unter Facebook-Pixel die Pixel-ID eingeben. Und jetzt kriegst du dir dann auch von Facebook die Daten, die dir einfach sagen, wie viele Leute haben sich das angeguckt, wie viele Leute haben es gekauft und wie viel Geld hast du damit quasi gemacht. So. Das heißt, hier auf Speichern gehen und das allerletzte, was ich jetzt noch machen muss, wie gesagt, die Leute können erstmal nicht zum Checkout, das heißt, die können nicht kaufen und sie können nicht mehr auf die Seite sich angucken, wenn sie dieses Passwort hier nicht wissen. Das heißt, ich müsste jetzt das Passwort enablen, das funktioniert allerdings nicht, weil ich noch im Free Trial bin. Das heißt, ich gehe auf Pick a Plan und kaufe mir jetzt noch einen Plan
Und hier hast du die Möglichkeit zwischen dem Basic-Plan, dem normalen und dann auch dem Advanced Shopify-Plan. Empfehlen würde ich dir für den Anfang erstmal, es reicht völlig aus, wenn du den 29 Dollar pro Monat hast. Und die hast du wirklich sehr schnell wieder drin. Und der größte Unterschied ist vor allem die Transaction Fee. Das heißt, du bezahlst pro Verkauf, den du machst, 2% an Shopify. Und später würdest du 0,5% nur bei dem großen Plan verkaufen oder beziehungsweise an Shopify abdrücken. Das klingt erstmal wenig. Allerdings, wenn du, sagen wir mal, 100 Bestellungen am Tag machst und mehrere tausend Euro, dann können diese 1,5% schon einen recht großen Unterschied ausmachen. Plus, wenn du diesen Plan dann irgendwann hast, refinanziert er sich automatisch selber. Das heißt, wenn du mehrere hundert Bestellungen am Tag hast, würdest du allein durch die Transaction Fee schon so viel zahlen wie mit dem normalen Plan. Das heißt, später würde ich auf den aufstocken. Das heißt, aber am Anfang, wenn wir noch keine vielen Sales haben, reicht es erstmal auf den Basic Plan zu gehen. Das Einzige, was man da noch machen muss, ist dann die Bezahlinformation eingeben und dann funktioniert das auch. Ja, ich werde jetzt mal eben die wichtigsten Informationen eingeben. Das war's. Wir haben den Plan jetzt gekauft, den Basic-Plan. Du siehst die Trial-Version, das Zeichen ist weg. Plus, wenn wir jetzt auf Online-Store gehen und auf Preferences wieder, ist zwar noch das Passwort aktiviert, aber jetzt, wo wir den Plan haben, können wir auf Enable-Passwort, Disable gehen, zack, weg. Das heißt, jetzt können die Leute auch auf den Shop gehen. Das heißt, wenn die Leute über unsere Ads kommen, werden jetzt auch wieder darüber... können Sie einfach auf den Shop kommen, ohne das Passwort einzugeben. Das heißt, gehen wir nochmal auf den Shop. Hier würden Sie jetzt draufkommen, beziehungsweise, das ist unser Shop, Sie würden jetzt hier auf dieses Produkt draufkommen und könnten jetzt hier in den Checkout gehen, können wir mal kurz gucken, ob es funktioniert. Hoppla, wir haben jetzt zwei ausgewählt, zack. Zur Kasse. So, perfekt. Und jetzt können die Leute sich über, einfach hier eintragen. Der Newsletter ist automatisch abonniert, wie gesagt. Und ja, das war's. So weit funktioniert es. Ein paar Sachen, ich würde jetzt halt noch Kleinigkeiten verändern. Zum Beispiel, anstatt schwarz würde ich einen grünen Button machen und sowas alles. Oder die Copies nochmal ausbessern, auch von den anderen Produkten. Aber letzten Endes war's das. Das ist jetzt, wie du einen Shop aufbaust, wie du ein Produkt, wie du mehrere Produkte findest und es auf Facebook bewirbst. Mehr brauchst du nicht, um Dropshipping zu starten. Und das jetzt alles in, okay, ich würde sagen eine Stunde. Es war ein bisschen mehr als eine Stunde, aber ich denke, das Wichtigste ist auf jeden Fall mit drin. Ja, ich hoffe, ich konnte dir auf jeden Fall einiges an die Hand legen, beziehungsweise alles an die Hand geben, was du brauchst, um auf jeden Fall noch heute sofort loszulegen. Natürlich haben wir jetzt nur an der Oberfläche gekratzt. Und es geht auch noch viel, viel tiefer. Wie gesagt, haben wir da auch einen Kurs für dich vorbereitet, der nochmal alles im Detail genau erklärt, wie zum Beispiel, wie du einen vertrauensvollen Händler findest, dass du nicht alles über AliExpress selber machen kannst, sondern der Händler für dich alles übernimmt, dass die wichtigsten Shopify-Apps sind oder rechtliches, wie du AGBs erstellst, Datenschutz und sonst irgendwas. Ich gehe nochmal viel, viel tiefer ins E-Mail-Marketing, ins Facebook-Marketing ein. Der Tim erklärt dir alles, was du wissen musst über das E-Mail-Marketing und Fulfillments und sowas alles. Also es geht noch wirklich viel, viel tiefer, aber das ist, wie gesagt, zu viel, als dass man das alles jetzt in ein Video packen könnte. Ich denke mal, das sollte auf jeden Fall reichen, damit du, wie gesagt, anfangen kannst und im besten Fall wirklich schon, also damit solltest du auf jeden Fall deinen ersten Kunden generieren können. Ja, wenn es dir gefallen hat und du, wie gesagt, noch tiefer in das Thema eintauchen möchtest und falls du Lust hast, uns etwas zurückzugeben, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du später mal zurückkommst, auf den Link unter dieses Video klickst und unseren Kurs kaufst. Wenn nicht, ist es auch cool. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich dir genügend Informationen an die Hand geben konnte, damit du, wie gesagt, jetzt dein eigenes Online-Business starten kannst. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg damit. Und wenn ich dir noch irgendwie weiterhelfen kann, dann schreib einfach in die Kommentare. Ich lese jeden Kommentar und ich werde später mit Manuel nochmal eine Q&A-Session machen, wo wir alle gesammelten Kommentare dann nochmal beantworten werden. Und ja, bis dahin, alles Gute und bleib dran! Hey, ich bin's nochmal. Eigentlich wollte ich das Video ja schon beendet haben, aber ich durfte gerade mit Freude feststellen, dass wir heute schon unsere ersten beiden Sales gemacht haben und das wollte ich noch schnell mit euch teilen. Ich habe ja heute Morgen, ich weiß nicht, ob man ab und zu die Uhrzeige gesehen hat, ich habe heute Morgen so angefangen, den Shop aufzubauen, so um 10 oder sowas war er fertig und habe das dann auch direkt die Werbeanzeigen geschaltet und dann kann man sehen, dass wir hier schon um 11 Uhr den ersten, also eigentlich 10, aber wir sind ja auf Zypern, hatten Zeitverschiebung, also bei uns war es 11 Uhr, also eine Stunde später hatten wir schon den ersten Sale direkt und jetzt um 2 Uhr hatten wir nochmal einen, jetzt ist es 14.41 Uhr und jetzt muss das Video auch mal langsam hoch nach auf YouTube, damit es auch pünktlich da ist. Ich wollte es einfach nur nochmal schnell mit euch teilen, damit ihr einfach sehen könnt,
wie schnell das dann doch gehen kann. Ich habe eigentlich gar nicht mehr viel verändert. Ich habe noch eine Werbeanzeige nochmal, also in der Anzeigengruppe dupliziert und nochmal 5 Euro gemacht, damit wir ein bisschen mehr Traffic drauf haben. Zum anderen habe ich, wie schon angesagt, hier die Copy nochmal ein bisschen verlängert, hier erklärt, wie das genau funktioniert, der Feuerstarter für Neulinge. Habe noch ein paar Bilder hinzugefügt, aber ansonsten habe ich auch nichts mehr wirklich gemacht. Und ja, so kannst du jetzt auch nochmal sehen, wie schnell es gehen kann, dass du theoretisch an einem Tag deinen Shop aufbaust, wenn du schon, also man muss auch zugeben, ich habe auch ein bisschen Erfahrung natürlich, aber du kannst wirklich an einem Shop deinen Shop aufbauen, an einem Tag deinen Shop aufbauen und schon den ersten Sale machen. Hat mich sehr gefreut auf jeden Fall. Und ja, wollte das auf jeden Fall noch mit dir teilen. Wie gesagt, falls du noch Fragen hast, gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen, dann noch den einen oder anderen Kommentar von dir zu lesen oder vielleicht sogar dich in der Dropshipping Masterclass Community begrüßen zu dürfen. So, jetzt lasse ich dir aber auch wirklich in Ruhe versprochen und ja, ich wünsche dir noch viel Erfolg und bis bald. Ciao.